Annas Maske heißt die erste Oper des St. Galler Komponisten David Philipp Hefti, die am 6. Mai am Theater St. Gallen uraufgeführt wird. Wir gehen Annas Maske auf die Spur und haben eine Expertin für ganz besondere Masken gefunden. Ah, hallo, schön sind Sie da. Kommen Sie nur rein. Mein Name ist Manuela Weidmann. Ich werde 50. Ich komme hier aus Bronschhofen und mein Beruf ist Bestatterin im Krematorium in Zürich. Ich habe im 2009 meinen Vater und kurz darauf habe meinen Schwiegervater verloren und habe mich dann wirklich intensiver mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn bei mir jemand in der Verwandtschaft oder wirklich etwas Näheres stirbt, dass ich ihn bis zum Schluss begleiten werde. Das habe ich dann auch gemacht, wirklich bis vor den Ofen hin. Und als ich in das Krematorium hineingekommen bin, ist das eigentlich für mich, habe ich gewusst, das ist mein Job. Das Was haben Sie denn vorher gemacht? Ich habe Automechanikerin gelernt. Und habe nachher 19 Jahre lang in der Essertechnik, ehemals Swissair, geschafft, als Elektromechaniker und in der Triebwerkwerkstatt. Und dann von dort her bin ich dann nachher ins Krematorium. Dort kann man eigentlich quer einsteigen. Man lernt alles beim Arbeiten. Es gibt in der Schweiz nicht den Beruf Bestatter zum Lernen. Man macht das wirklich während der Arbeit und hat nachher die Möglichkeit, da bin ich jetzt dran, die Fachprüfung, also den eidgenössischen Ausweis als Bestatter zu machen. Die Totenmaske Anna Sutters, die nach ihrem Tod abgenommen wurde, inspirierte Librettist Alain-Claude Sulzer zu seiner Novelle Annas Maske. Wir wollten wissen, wie entsteht eine Totenmaske eigentlich und gibt es so etwas heute überhaupt noch? Und dann haben Sie gesagt, Sie haben begonnen, sich für Totenmasken zu interessieren. Genau. Wie kam das? Es hat bei uns in der Firma schon solche Leute gehabt, die das gemacht haben. Mhm. Und es hat mich einfach interessiert. Ich habe das schön gefunden, dass man an Angehörigen noch so einen Wunsch erfüllen konnte. Das letzte Andenken von einem Verstorbenen. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich das auch mache. Man macht Messpunkte am Anfang im Gesicht. Mhm. Und die tun sich dann auf die Masken übertragen. Also wenn ich sie jetzt verdrucke und ich weiss, wie weit auseinander die Punkte sind, dann hat die immer wieder die richtige Form. Man macht die Punkte aufs Gesicht, man tut den Silikon auftragen. Es sind ja zwei verschiedene, einer, der dünner ist, damit die Feinheit des Gesichts besser kommt. Das ist der Orange. Genau. Und der Grüne ist der festere. Der ist für die Stabilität. Auch das hier ist für die Stabilität. Und diese Punkte macht man eben ganz am Anfang und misst die dann auch im Gesicht. Und dann überträgt sich das eigentlich automatisch auf den Silikon. Das war einfach Folie, man tut die Haare mit Folie abdecken. Okay, verstehe. Ja. Welche Kunden lassen eine Totenmaske von ihren Angehörigen herstellen? Also welche Menschen möchten sowas? Das ist noch schwierig zu sagen, was das für Leute sind. Ich denke, es sind vielleicht Leute, die wirklich sehr eine enge Verbindung haben zu ihren Verstorbenen. Dass man es dann macht oder wenn jemand wirklich berühmt war. Was ist denn der Unterschied für Sie zwischen einer Totenmaske, die ja auch ein Erinnerungsstück ist, und einem Foto zum Beispiel? Totenmaske ist halt etwas, man kann es anlangen. Und es ist wirklich, es ist ja jede Pore, jede Falte, so wie er am Schluss war, ist es noch da. Und ein Foto ist halt einfach ein Foto. Sie sind eine der ersten Menschen, die Kontakt haben zu dem Verstorbenen. Wie ist das für Sie, wenn Sie 1 bis 1,5 Stunden mit der Person in einem Raum sind? Was ist das für eine Zeit? Was empfindet man da? Also für mich ist es eine sehr schöne Zeit, weil es ist wirklich eben, man kann auch für den Verstorbenen einen letzten Wunsch erfüllen, oder? Und das andere, es ist für mich etwas Alltägliches und eigentlich wirklich etwas Normales. Wie ist denn die Geschichte jetzt dieser Maske, die hier liegt? Diese Maske ist entstanden an dem Kurs, den ich gemacht habe. Die hat man sich von den Kursteilnehmern gegenseitig gemacht. Also das ist kein verstorbener Mensch, sondern das bin ich.